Ja, guten Tag, hier ist. Hallo? Ich höre Sie, bitte. Ja, wunderbar, hier ist Peter der Große. Ich wollte mal wegen Ihrer Aufgabe nachfragen, was ich da genau machen muss. Ich bin mir da noch unsicher. Hallo? Welche Aufgabe? Ja, ich höre Ihnen zu, aber ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Ja, hier steht, statt Sansibar entsende einen Handelsweg. Und dann kriegt man einen Gesandten hinterher, wenn man das gemacht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich glaube, Sie sind falsch bei mir. Nee, warum denn? Sie haben mir das doch geschickt hier mit einem Pop-up. Sie haben sich online registriert. Ja, genau, ich habe hier bei. Aber ich weiß nicht, was sie mit Sansibar zu tun hat. Naja, da sind Sie doch der Stadtstaat hier. Es ist ja hier, ich habe ja hier jetzt St. Petersburg gegründet. Sie ja rechts über mir, falls Sie da runter gucken können. Hallo? Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich soll doch jetzt hier, ich soll da einen Handelsweg entsenden. Aber ich habe das, Was für ein Hand? Einen Moment, ich schaue mal kurz nach bei Ihnen. ja. Aber wir bleiben friedlich, ja? Wir wollen jetzt hier so keinen Ärger machen, ja? Hallo? Hallo? Hallo, sind Sie noch Also ich da? habe jetzt, ja, ich bin da, Ja? ich musste nur nachschauen. Also wie gesagt, wir haben keinen Handelsweg und ich weiß nicht, was Sie meinen mit Sansibar. Nee, wir haben ja noch keinen. Das ist ja das Ding. Ich soll ja einen schicken, aber ich bin mir nicht sicher wegen der Route. Wie, was da am besten ist. Soll das hier über dieses andere Dorf noch gehen oder sollen wir das direkt machen? Ich bin ja noch Also ich glaube, Anfänger. Sie sind. Ich möchte das ja alles richtig machen gerne. Ja, aber ich glaube, Sie sind falsch bei mir, Entschuldigung. Ja, aber hier steht doch, Also wie gesagt, hier wir ist sind ja Kontakt. Bösche Gewinn. Nee, aber wir sind ja Bösche Gewinnkontor. Also wir haben nichts mit Handelswegen zu tun, ne? Wo haben Sie denn die Rufnummer gefunden? Das Oder wo steht haben Sie hier die denn? bei dieses Pop-up-Fenster. Da steht einen Handelsweg entsenden. Jetzt anrufen. Also wie gesagt, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Aber Das haben Sie nicht geschafft. Handel, ne? Handelsstadt, Nee, Staat. das ist hier Bösche Gewinnkontor. Das ist eine staatliche Lotterieeinnahme. Ja, Stadtstaat, sag ich doch. Das ist doch richtig. Weil ich habe ja hier ein bisschen weiter unten links ist Cahokia noch, aber mit denen haben sie ja nichts zu tun, nehme ich an, oder? Mit was bitte? Mit Cahokia. Ich weiß, ich kenne nichts von dem, was Sie mir sagen. Ja, ich meine, wir sind ja auch erst in Runde 4. Ich bin ja froh, dass ich sie so früh getroffen habe. Weil das hilft ja weiter. Weiß nicht, was Sie meinen. Also wie gesagt, wir sind Bösche Gewinnkontor, das ist eine staatliche Lotterieeinnahme. Mit dem, wovon Sie sprechen, haben wir nichts zu tun in dem Sinne, Entschuldigung. Das heißt, der Also ich Handel kenne mich da. kommt dann nicht. Werden Sie schon von Kyros beeinflusst, oder? Von bitte? Kyros von Persien. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Entschuldigung. Ja, wie Ja. gesagt, vielleicht haben Sie da eine falsche Rufnummer, ja? Ne, die steht hier doch. Aber wie gesagt, dann haben Sie vielleicht eine Zahl verdreht. Also das sind wir nicht. Ich weiß nicht, Aber wovon Sie sprechen. Sie sind doch, dass Sie haben hier ein heilige Stadt gebaut und drei Keulenkrieger und ein Streitkolbenträger. Und ich Also soll jetzt ein. Entschuldigung, ich muss ja weiterarbeiten. Also wie. Hintergrund Civ 6 am Laufen. Hammergeil. Das wird die sich verarschen lassen. Ich liebe das. Ja, guten Morgen, hier ist Eleonore von Aquitanien. Ich habe hier diese Auswahl von Ihnen bekommen. Ja, welches darf denn sein? Rot oder blau? Ich würde blau nehmen. Ich denke, das passt am besten. Ja, okay. Werden wir sehen, Sie wird ja beides mal einen Reisegutschein geschenkt im Wert von 300 € von dem Reiseveranstalter Trentus Tourist. Kennen Sie den schon? Oh, toll. Nee, sagt mir jetzt nichts, aber wir sind Das ja ist noch recht eine. früh in der Runde jetzt, ne? Ich Naja, habe das ja noch ist nicht ja. alle getroffen, ne? Nee, darum ja. Das ist eine Fern- und Flussreise, die bekommen Sie zugesandt in den nächsten 4 Wochen. Und Oh. das Besondere ist ja hierbei, Sie können sich selbst aussuchen, wann, wo, mit wem Sie verreisen können oder möchten. Ja, das entscheiden Sie ganz allein. Und den Reisegutschein würde ich Ihnen auch gerne zusenden. Und da bräuchte ich mal bitte Ihren Vorname. Ja, Eleonore. Eleonora, warten Sie. Also mit E-Apostroph am Ende. Ist ein bisschen kompliziert. Ele.
Onore. Und der Familienname? Ist von, also wie man sagt, Klein, von. erstmal von, ja. Ja, und dann Aquitanien. Das Mit. schreibt man mit Q, Aquitanien, wie Aqua im Also, Lateinischen. warten Sie, warten, da muss ich erst mal. Ach, also Q-U, ja. Ja. Und dann A. Nein, ITA. C-A, ja. Nien. Von Aquitanien. Ach, okay. Ja, ist ein Frau Ak Scheißname. Ich habe mir Ich den dachte, nicht ausgesucht. darf ich mal Frau Eleonore sagen? Das hört sich ist für Ja, mich ist besser. glaube ich, einfacher. Das bin ich auch gewohnt. Das machen die bei der Arbeit auch so. Da Ja, stell ich mich bei den Staatsgästen auch immer so vor, weil sonst versteht ja. das ja eh keiner. Nee, okay. Und die Postleitzahl? Nochmal bitte. Die Postleitzahl, Ach wo die so, wohnen. ja klar, 667-40. Und die Straße? Das ist die Adlerstraße. Adlerstraße. 104. Adlerstraße 104. Da ist er in Saarlouis, ja? Ja, genau. Die Stadt, 104. genau, die Stadt haben wir uns jetzt neulich mit Kulturdruck geholt. Das ist so schön da. Ja? Ja. Oh, und Ihr Geburtsdatum mal, Frau Eleonore? Oh, das tut mir leid, dass ich Sie mit meinem Namen so Nein, ist doch quäle. nicht so schlimm, ist alles okay. Auch da habe ich noch schlimmere Namen schon gehabt. Was denn Okay. zum Beispiel? Ich bin ja sehr, Ja. sehr kulturell sehr interessiert. Naja, für die türkischen Namen, die kann man auch kaum aussprechen. Geschweige Ja? denn schreiben. Ja. Mit dem muss ich mich immer buchstabieren lassen und dann verstehen sie einen nicht. Und ach, da kommt Ach. manchmal ein Kauderwelsch zusammen. Naja, solange es am Ende irgendwie passt, also es ist schon. Ich habe ja für sowas zum Glück Personal, da muss ich mich nicht mehr drum ärgern. Na, Ey, das ist ja schön. wo waren wir denn stehen geblieben gerade? Gib Ach Geburtsdatum. ja, der 8. April. 8.4. 83. Drei, ach, sind Sie noch jung an Jahren? Ja, von wegen, schon die ersten grauen Haare im Pelz. Ach, mit 39 haben Sie schon graue Haare, ja? Das ist der ganze Stress. Ja, okay. Mal Ihre Telefonnummer mit Vorwahl bräuchte ich noch. Na klar, das ist 040 Ja. 994 705. Okay. Wie gesagt, in den nächsten 4 Wochen haben Sie die Unterlagen zu Hause. Das Besondere ist, Sie können sich selbst aussuchen, wann, wo, mit wem Sie verreisen können oder möchten. Ja, das entscheiden Sie ganz allein. Aber trotz alledem hatten Sie auch bei mir noch ein bisschen Glück gehabt. Das ist aber unabhängig vom Reisegutschein, hat hier mit gar nichts zu tun. Das heißt, hier haben Sie mal die Chance, ab dem 15. November zusätzlich an einer Rentemillion dabei zu sein. Das nennt sich Profit und Rente. Hier dürfen nur 99 Teilnehmer mitmachen in einer Gemeinschaft. Die haben jeden Tag 100 Tipp rein, Oha. entspricht 3000 Tipp rein im Monat. Dann sind sie jeden Samstag mit ihren eigenen Tipp dabei, wo sie auch alleine mitspielen, auch gewinnen. Denn im Gewinnfall erhalten sie einen Sofortgewinn von 40.000 Euro ausgezahlt, So viel. sowie eine monatliche Rente von 4.000 Euro. Und diese Rente zahlen wir ihnen sogar 20 Jahre lang, ist sogar übertragbar, 20 vererbbar ist. Runden lang? Oh, das ist Ja, toll. 20 Jahre, ja. Oh, Können Sie aufhören zu arbeiten, Ja, ne? das Okay. pusht direkt ins Goldzeitalter. Oh, da freue ich mich. Und da sind noch andere dabei. Das ist ja gut, das deckt ja dann die Karte auf. Bin ich mit den anderen denn dann so verbündet oder Nee, funktioniert der Kult? lassen Sie mich noch mal erklären, ich bin ja noch nicht fertig. Ach so. Außerdem haben Sie jeden Samstag noch die Chance auf Kleingewinne. Das bedeutet, wenn Sie zwei oder drei richtige mit Zusatzzahl haben, können Sie schon von 50 Euro bis 10.000 Euro gewinnen. Und all diese Gewinnchancen, Frau Eleonore, oh mein Gott, meine Cousine hieß auch so, Eleonore, Oh mein, dann und was können. und wie haben Sie das bei ihr gemacht? Ja, ich habe hier kaum Kontakt mit ihr gehabt. Ach Ich wusste so, bloß, dass sie auch so heißt, ja. wahrscheinlich wegen dem Namen. Das war den Umstand Nee, nicht gut. Oh, nur ein wegen dem Namen Spaß. nicht. Nee, ich weiß, nee. Man hat ja keinen Kontakt mehr mit der Verwandtschaft. Das ist traurig, ist das. Aber Ja, so. aber so ist das nun mal. Nur plündern und Intrigen und politische Morde Ah, überall, das ist zum ich Heulen. kann das schon nicht mehr hören. Was machen Sie arbeitsmäßig, wenn ich fragen Ich darf? bin in der Politik unterwegs, diplomatischer Ah. Dienst. Aha, okay. Naja. Okay, all diese Gewinnchen garantiert Ihnen jetzt Ihre Vorteilskarte Profit und Rente, die ich persönlich ausstellen darf. Mit dieser Karte können Sie mit der ganzen Familie im Internet shoppen, können bis zu 35% sparen. Von A wie Apotheke bis Z bis Hobedarf ist alles dabei. Ich Oh, nehme auch toll. dann, Sie fahren noch Auto, aber da kriegen Sie das gestellt, was bestimmt? Ja, aber privat muss ich mich ja auch ein bisschen bewegen. Also Das ist schön. wir haben momentan hier einiges an Militärpionieren unterwegs.
unterwegs, die, sag ich mal, die Wege halt auch nochmal. Man weiß ja nicht, wie es im Osten weitergeht. Das muss ja alles ein bisschen vorbereitet werden, ne? Ja. Und wenn Sie jetzt tanken, können Sie alle Kassenzettel aufheben, auch von der Familie ab November, senden an uns ein, dann bekommen Sie da 5% zurückerstattet. Das lohnt sich mal. Nochmal, was war das? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, Entschuldigung. Wenn Sie jetzt tanken ab November. Ja. Sie wissen ja, Benzinpreise sind enorm gestiegen. Das ist richtig. Dann können Sie alle Kassenzettel aufheben, auch innerhalb der Familie, senden an uns ein, dann bekommen Sie da 5% zurückerstattet. 5%? 5%, ja. Gilt das auch fürs Heizöl? Nee, das glaube ich nicht. Es geht nur für Auto. Schade. Wenn Sie Auto fliegen, weiß, was Sie meinen. Na, das ist ja jetzt. Ja klar, das ist ja auch enorm gestiegen. Und das Ding ist, ich versuche jetzt halt gerade, ich meine, wir sind ja noch recht früh in der Runde, halt überall die ganzen von den Nachbarn, soweit ich die halt schon entdecken kann und die was Schickes haben an großen Werken, also sei das musikalisch oder bildlicher Natur. Und da gebe ich ja halt lieber meine Kohle für aus, um den Kulturdruck halt zu erhöhen. Ne? Darum war die Frage, ob ich mit den Leuten aus dieser Runde, da die sind dann gegen meinen Kulturdruck aber nicht immun, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, Frau Leonore. Na, ist ja die Frage, wie das also programmiert nur, ist. Ist da jeder für sich? Ist das so ein kultureller Wettstreit oder arbeitet man da zusammen? Nee, das ist jetzt automatisch. Wenn Sie jetzt tanken, ja, nehmen Sie alle Kassenzettel auf. Nee. Egal, auch von der Familie. Das meine ich gar nicht. Hier von dieser, wo es um das Gold für die 20 Runden geht. Da meine ich, bin ich mit den anderen verbündet oder ist das jeder für sich? Ist das so ein Wettstreit? Mit 20 Runden? Was meinen denn für Gold? Na, haben Sie doch gesagt, was war es, 40.000 und 20 Runden? Also 40.000 Euro können Sie gewinnen, das wird natürlich dann noch geteilt durch, wie gesagt, da sind Sie noch mit dabei, ja? Achso, das müsste man dann mit den anderen teilen? Mit den anderen Teilen, richtig. Ah, also ist man mit denen dann doch irgendwie verbündet, ne? Ja, das ist richtig, weil sie das dann vom Gold, deswegen habe ich jetzt nicht, ich habe doch keine Gold gesagt, okay. Aber wie gesagt, Sie sind ja mit Ihrer eigenen Tippreihe dabei, wo Sie auch alleine mitspielen, noch gewinnen. Für sich alleine. Sie sagen immer Euro, Sie haben den Europamod bestimmt installiert, ne? Den habe ich auch schon mal probiert, aber den fand ich jetzt nicht so toll, weil mit Merkel und Sarkozy spielen, das ist es irgendwie cringe. Dann nehme ich doch lieber weiter die historischen Staatsoberhäupter. Ja. Okay, ich habe von Politik keine Ahnung. Ich kann auch keine Nachrichten mehr hören, weil ich das alles schon nicht mehr hören kann. Das ist nicht schön, ne? Nein, wenn man das hört, erst war es die Corona gewesen, dann war es der Ukraine-Krieg, dann kommt jetzt hier die Energie und Strompreise. Also man kann schon nichts mehr hören. Was Vernünftiges kommt ja gar nicht mehr. Ja, das ist echt irre. Ich meine, beim letzten Weltkongress, da ging jetzt ja auch, ich hab versucht dagegen zu stimmen, aber es hat nicht geklappt. Da haben sie jetzt ja das Kohlemoratorium durchgeknackt. Und jetzt sitzen wir hier, das ist ja hier unten das Grenzgebiet zur Rheinzone, ne? Und wissen jetzt gar nicht, was wir hier mit dem ganzen erbeuteten Kram anfangen sollen, weil Friedrich der Große, der hat das halt alles auf Kohlekraftwerk aufgebaut, ne? Und jetzt hocken wir hier und wissen nicht, was wir damit machen sollen. Wir können doch nicht zurück in die Steinzeit. Aber so, wenn man das manchmal hören tut, wir gehen überall mit allen zurück, oder? Ja, das ist total, als hätte irgendjemand so eine Zeitmaschine gebaut. Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie das wussten, aber es gibt ja zum Beispiel so ein verstecktes Achievement, wenn irgendwo so eine Nukleargeschichte ist und man das mit einem römischen Legionär entfernt, das ist so eine versteckte Dings da, das kriegt man so einen Erfolg freigeschaltet. Das sind für mich alle spanische Dörfer, was Sie mir da erzählen, Polly Leonore. Oh, haben Sie den schon getroffen? Wem? Den Spanier? Nein. Ach so, weil wir haben ja auch so ein paar Küstenstädte, ne? Und der ist ja im Early Game immer ziemlich aggressiv mit seiner Flotte. Darum hätte ich ja dann schon gerne gewusst, ob der dabei ist und wenn ja, wo der seine Koordinaten hat. Nein, keine Ahnung, ja. Selbstverständlich erhalten Sie all die exklusiven Vorteile zu den besten Konditionen. Für 1,66 Euro am Tag nutzen Sie die Profit- und Rentekarte. Ergibt einen fairen Betrag im Monat von nur 49,90 und das nur dreimal. Sind Sie mal 3 Monate dabei, ja? Und Sie sagen mir mal. Vorhin haben Sie gesagt, das sind 20 Runden, jetzt sind es nur noch 3? Nein, 3 Monate. Es geht für 3 Monate,
wo sie mal die Möglichkeit haben, dabei zu sein. Ach, schon wieder so einer, der mit diesem Echtzeit-Mod spielt. Das macht ja keinen Spaß. Also wenn wir schon zocken, sollten wir auch die richtigen Begrifflichkeiten verwenden. Und dann sind ich wir kann halt nur das sagen, wie es bei mir im Leitfaden. Ich muss mich daran halten, Frau Eleonore. Das kriege ich vorgeschrieben. Das ist ja traurig. Das macht doch gar keinen Spaß, wenn man alles nur ablesen muss. Aber naja, ich muss ja das auf den Kunden eingehen. Ja? Anders geht es leider nicht. Ja, aber wäre auf den Kunden eingehen nicht eher offen sprechen, anstatt abzulesen? Na, ich bin doch offen, ich erzähle Ihnen doch alles, wie das hier geht, Frau Eleonore. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie müssen das vorlesen, Sie Ernste. Nein, ich lese das nicht vor, ich habe das im Kopf. Wenn Sie das im Kopf haben, dann haben Sie auch den Leitfaden im Kopf, ja? Müssen Sie das 8 Runden am Tag vorlesen? Nee, ja, sagen, vorlesen nicht. Ja, meine ich doch. Oh, das ist ja echt schlimm. Ist das denn eine schöne Arbeit dort? Sagen wir mal so, es kommt immer auch auf den Kunden drauf an, wenn man sich so mit ihnen unterhalten kann. Es gibt doch natürlich aggressive Menschen, die auch dabei sind, aber da muss man drüber stehen. Da muss man nett und freundlich sein und sagen, dann ist die Sache erledigt. Aggressive Menschen rufen da an? Die rufen uns an. Warum? So wie Sie angerufen haben, ne? Die möchten dabei sein, so wie Sie jetzt. Und dann werden die aggressiv? Na, natürlich, die werden noch dann böse und gemein, wenn wir ihnen was weiter erklären und die müssen was bezahlen, dann sehen die alle rot und möchten das nicht machen. Ja. Das ist aber nicht nett. Ja, da ist es wichtig, dass man immer nett und freundlich bleibt. Ja, es ist nicht, manchmal nicht so einfach, wenn man, aber wie gesagt, man muss über die Dinge stehen, sagen wir mal so. Ja, das ist einfach so. Ich meine, im Zweifelsfall halt einfach denunzieren und 5 Runden später kann man dann ja drauf. Es sei denn, es ist halt der Kanadier, ne? Der kann das nicht machen. Okay. Frau Eleonore, sind Sie mal für 3 Monate dabei? Probieren wir es mal aus für 3 Monate. Ich wollte jetzt am Ende der Runde erst mal gucken, wie viel Kohle wir noch übrig haben, weil wir müssen ja auch hier noch die Bestechungsgelder bezahlen an die Russen. Die Bestechungsgelder, sagen Sie mal. Ja, es ist doch einfach so, man kriegt doch nichts hier umsonst. Nein. Weil ich habe hier auch, ich habe auch 7 Felder weiter, ist noch ein Barbarendorf. Die sind leider im Umkreis von 3 Feldern um eine Pferderessource gespawnt. Und da kommt jetzt halt dauernd die Kavallerie. Das ist tierisch nervig. Und ich versuche jetzt möglichst Bögen und Armbrüste zu rushen, aber das dauert halt auch noch ein bisschen. Aber vielleicht, haben Sie noch Kunstwerke, die ich Ihnen abkaufen kann? Ich habe keine Kunstwerke. Also ich sind Sie... Kunstwerk. Ja, was weiß ich? Es gibt ja viele Zivilisationen, die sich auf einen Kultursieg einstellen. Machen Sie eher Wissenschaft oder gehen Sie ins Militärische? Ich gehe gar nicht, Frau Eleonore. Das ist für mich alles nichts. Also sind Sie ein NPC? Das habe ich mir schon gedacht. Was ist ein NPC? Ich weiß nicht, wer NPC ist. Ein Non-Player-Charakter. Also weil Sie auch immer erzählen mit Skript und hier und da. Das sind so die ihre voreingestellten Texte haben. Gar nicht. Ich mache meine Arbeit, Frau Eleonore, und was anderes interessiert mich nicht. Ich war mal ein Abenteurer, bis ich einen Pfeil ins Knie bekam. Sowas in die Richtung. Kennen Sie den Text? Nee. Schade. Ich dachte jetzt, da hätte ich Ihnen noch mal eine Freude machen können mit so einer alten Skyrim-Memory. Aber Civ 6 ist natürlich viel toller. Okay. Frau Eleonore, ich muss jetzt leider Schluss machen. Ja? Warum denn? Ich habe eine andere Kunden, die auch noch hier mitmachen möchten. Die sind in der Leitung. Aber nicht, aber hier, wenn das der Perser ist, ne, dann will ich das wissen. Ich habe keinen Perser mehr, okay. Ja, das wäre, also, der ist immer so aggressiv, weil mit seinen Unsterblichen im Mittelalter, das geht voll ab. Da habe ich ja nichts. Ja. Wenn ich dem meine schönen Bildchen dahin halte, sagt er, okay, ich habe jetzt noch 20 Runden, bis meine Stadt flippt, dann greift er mich halt an. Okay, alles Gute für Sie. Bleiben Sie schön gesund. Ich schicke Ihnen den Reisegutschein zu. Das ist so lieb. Vielen Dank. Und bleiben Sie schön gesund und schönes Wochenende. Ebenso. Ja? Danke. So, danke. Tschüss. Mwah, mwah, mwah. Die Gewinnspiel-Oma, Alter. Die erwische ich immer, wenn ich anrufe. Die hat schon Albträume wegen mir. Ja, guten Tag. Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Mein Name ist Rothschild. Wir haben hier, sind aufmerksam geworden auf Ihre Werbebeilage in der Frau aktuell. Da wollte ich mich gerne mal erkundigen, wie das abläuft. Sie können sich eine Farbe aussuchen zu Ihrem Paket, ja? Richtig, das habe ich verstanden. Mein Anliegen wäre, wir würden gerne selber mit Werbebeilagen inserieren. Können Sie mir da weiterhelfen? Nein. Also, dass Sie quasi unsere Aktion betreuen. Da sind Sie jetzt hier bei mir falsch. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Aber vielleicht können Sie mir ein bisschen Grundlegendes erzählen.
In welcher Auflage inserieren Sie? Was kostet der Spaß? Welche Metadaten gibt es? Sie hatten doch eine Beilage in der Frau aktuell drin gehabt, ja? Ganz genau. Genau, und da gab es eine Auswahl, die Sie treffen können, zwischen den zwei Farben, blau oder rot. Das ist richtig, genau. So, welche Farbe möchten Sie denn? Ich fürchte, Sie verstehen mich falsch. Ich möchte nicht an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Ich möchte gerne selber bei Ihnen eine Werbeaktion starten. Über Ihre Firma. Ja, aber da müssen Sie ja mit unserer Geschäftsleitung sprechen. Aber die kann man ja nicht so einfach anrufen. Aha. Können Sie mich da durchstellen? Wenn Sie mir eine Telefonnummer hinterlassen, dann kann man Sie ja zurückrufen. Also Sie sind jetzt ein Unternehmer? Richtig, genau. Ich arbeite für die Eulen Minervas. Okay. Und dann schlage ich vor, Sie geben mir mal Ihre Telefonnummer und ich leite das dann weiter. Ist das ja in Ordnung? Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ja, dann sagen Sie mir mal die Telefonnummer bitte. Haben Sie meinen Namen notiert? Nee, den können Sie mir auch noch buchstabieren, aber wir nehmen erstmal die Telefonnummer auf, ja? Ja, 040. Ja. 89. 73, ja. 412. Ja, ich wiederhole. 040 89 73 412. Korrekt. So, jetzt brauche ich mal Ihren Vornamen. Eduard. Eduard. So, und der Nachname? Das ist Rotschild. Rotschild. Jawohl. Also R-O-T-H. Und das Schild. Und das Schild. Okay, habe ich. Und ich rufe an für die Eulen Minervas. Können Sie mir das mal buchstabieren? Natürlich. Emil Udo Ludwig Emil Nordpol. Ja. Neues Wort. Martha ja. Ida. Nordpol, Viktor, Emil, Richard, Anton. Und was ist das für ein Unternehmen? Was? Wir sind im Bereich Wissenschaft tätig. Schreibe ich einfach mit dazu. Dann leite ich jetzt Ihre Nummer weiter. Wer ruft mich denn dann zurück? Ich gebe das an eine Frau Buchholz weiter. Ja? Wunderbar. Und ich denke mal, sie wird sich dann auch mit Ihnen in Verbindung setzen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Okay. So, und Sie suchen ein Callcenter sozusagen, wo Sie dann hier... Sagen, lassen Sie es mich so sagen. Wir sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern für unsere Vereinigung. Und Sie sind mir wärmstens empfohlen worden. Aha. Um das Ganze nicht allzu in die Länge zu ziehen. Gut. Dann reiche ich das weiter, Herr Rothschild. Ich bedanke dann, mich. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und dann vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Auf Wiederhören und vielen Dank. Ja, bitteschön. Wiederhören. Tschüss. Alter, oh Freunde, das bringt mich fast um so. Das waren jetzt die Eule Minervas aus Civilization 6. Und was passt besser zu einer Geheimorganisation als der Name Rothschild? Jetzt kommen wieder die bösen Kommentare. Ja, guten Tag, hier ist Gandhi. Ich wollte gerne einmal fragen. Hallo? Hallo. Ja, können Sie mich hören? Ja, ich kann dich hören. Ah, okay, Entschuldigung. Ja, wir gerade bei einem Dorfbeispielarbeiter bei Juden, wir einen Gewinn bekommen und er sagt, wir können zwei aussuchen, ja? Genau, rot oder blau. Ah, blau ist Wissenschaft bestimmt und rot Militarik, oder? Ja, das weiß ich nicht, was dahinter ist. Ach so, das ist ein... Eine Überraschung? Was sich dahinter sich verbirgt, weiß ich nicht. Ach so, ja, dann nehmen wir rot, okay?
Rot, okay. Sagen Sie mal noch Ihren Vor- und den Nachnamen. Ja, Gandhi. Gandhi ist der Vorname, ja? Ja. Und der Nachname? Hindustani. Wie wird das geschrieben? Hindu, wie Hindu. Ja. Und dann Stani, wie, weiß ich auch nicht. S-T-A-N-I? Ja, Hindustani. Jawohl, für Sie wurde ja ein Reisegutschein hinterlegt von Trendtours in Höhe von 300 Euro. Ein kostenloser Sperreinhalt, ja? Ja, wie gesagt, die haben hier einen Reisegutschein in Höhe von 300 Euro. 300 Produktion? Oh, das ist ja, sind ja zwei Sperr, wenn wir Glück haben. super. Warte, das ja. Problem, wir den Mongolen bei uns bei Nähe ein Hauptstadt haben. Wir den gefunden, die uns noch nicht gefunden. Und wenn wir jetzt ein gutes Scouting machen, dann können wir, sind wir gut bei Vorteil, sagt man bei ihrer Sprache, ja? Genau, genau. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Und das dann bei nächster Runde oder wie lange dauert? Ja, und das kriegen sie nach Hause geschickt. Das dauert aber circa 3 bis 4 Wochen. 3 bis 4 Runden, ja, okay, das ist ja nicht ganz so schlimm, weil wir haben, denke ich, die haben uns jetzt noch nichts gesehen und dann können wir gut machen. Okay. Das ist nicht schlecht. Ich habe gewohnt in Kalkutta. Aber haben Sie keine deutsche Adresse? Doch, natürlich. Ja, da brauche ich mal die Straße. Wir sind jetzt ja bei Runde 16, wir bei Runde 12, der bei uns in der Nähe gekommen. Berlin, wir reingehen, ja? Ja, Berlin, ja. Ja, Mariendorfer Damm. Ja, 179. Ja, und dann die Postleitzahl ist die 1. Eins? Nein, das ist ein Postleitzahl, immer 5 Stellen haben. Ja. Ja? Sie den brauchen? Ja. 12107. Genau, sage ich doch. Mit 1 fängt an. Ja, das ist das Koordinaten, so. Ja? Genau, Mariendorfer Damm. Ja, und Geburtsdatum brauche ich? 13. April 73. Jawohl. Das ist wunderbar. Und dann bei 3-4 Wochen bei meine hinkommen. Und wir den dann losschicken können. Ja, schade, wenn wir jetzt die Schotten wären, würden wir einen Bonus bekommen, weil die ja sehr starke Speer haben. Aber wir den auch sehr gut benutzen können, ja? Super, super. Ja, die freuen mich sehr. Können Sie mir noch einmal? Können Sie gut Deutsch? Ja, Sie doch hören. Ja, aber wie lange sind Sie denn schon in Deutschland? Das ist ja Wahnsinn. 15 Jahren. Runden, 15 lange, ja? Runden. Ja, wir, wie gesagt, direkt nebendran gekommen und wir dann so 3-4 Mann schnell eine Ausbildung machen und dann sind wir bei Berlin reingegangen. Ah, okay. Ja, und wir den nehmen von den Friedrich. Ja. Ja, ne? Dann habe ich noch eine schöne Überraschung. Ja? Sie sind eines unserer schnellsten Anrufer, die durchgestellt wurden. Oh, kriege ich jetzt noch einen Technikboost, bitte? Warten Sie, deswegen... sind ja hier eines unserer schnellsten Anrufer und haben es noch in unsere Zusatzverlosung geschafft. Oh, und das trotz Schwierigkeit auf göttlich, das ist ja großartig. Da würde ich mich sehr freuen. Aha. Aber warte, wir hatten jetzt schon 3 Dörfer gefunden, sie Nummer 4 gewesen, und manchmal gar nichts finden. Und das ist schlimm. Ja, das ist klar. Das ist klar. Also, sie haben es hier noch in unsere Zusatzrunde geschafft. Profit und Rente nennt sich das. Hier haben Sie ab dem 15. November nochmal die Chance, sich Geldbeträge rauszuholen oder eine Rente. Wir schicken Sie hier täglich mit 100 Tipp rein in die Verlosung. Und hier machen auch nur insgesamt 100 Leute mit, 100 Teilnehmer. 100? Weil ich dachte, wir haben gar nicht so viel Spieler auf die Karte. Aber okay, dann dauert das länger und macht mehr Spaß. Das ist in Ordnung. Ist das eine TSL-Karte, ja? Denn es soll sich ja auch mal ordentlich für Sie lohnen. Das ist so eine Verlosung mit Tipp rein. Oh, das wundert mich, weil wir ja noch nicht einmal bei Middle Age angekommen, wir jetzt schon Weltkongress haben mit Wettbewerben. Ja. Das ist ein Wettbewerb, ja? Genau. Und wie viele Runden das dauert machen? Also 3 Monate geht die Runde. 3 Runden? Okay, das ist sehr gut. Das ist eine schnelle Runde, ja? Eben, wir schicken Sie ja täglich mit 100 Tipp rein in die Verlosung. Aha. Und hier machen nur insgesamt 100 Teilnehmer mit. Ihr eigener Tipp, den dürfen Sie gleich noch selbst bestimmen, der ist auch jeden Samstag mit dabei. Im Gewinnfall erhalten Sie hier einen Sofortgewinn in Höhe von 40.000 Euro sowie eine monatliche Rente in Höhe von 40.000 Gold? 40.000 Euro. Pro Runde oder einmalig?
Nee, bei Gewinnfall. Wenn Sie was gewonnen haben, bekommen Sie das Geld. Wenn Ihr Ja, Schiff ja, gebucht aber wird, ne? dann gleich allen oder der Spy auf 30 Runden verteilen? Nee, also die Runde hat ja, die Runde geht 3 Monate, ne? Ja, das ist ja richtig. Also, genau. Und und wenn was wir ist dann, zudem? wenn wir dann gewinnen, wie viel, wie schaut man bei Deutschland, Zeitalterpunkte kann man bekommen? Wie meinen Sie das? Wie viele Zeitalterspunkte geben bei erster Platz, zweiter Platz und dritter Platz, bitte? Weil ich muss ja gut Naja, nee, kalkulieren. Sie können sich hier eine Rente rausholen von 4.000 Euro monatlich. Also doch pro Runde. Okay, sehr gut. Das ist nichts, das ist ja Ja. sehr viel, aber Genau, und das muss zudem, eine schwere Gewinnspiel. die ist dann auch übertragbar und auch vererbbar, weil die Rente 25 Jahre lang ausgezahlt Oh, wird. übertragbar ist nicht schlecht, weil bei den anderen Dörfern neben den Aztek kommen. Und der jetzt zu Ja, mir ja. sagen will, der den und den Geld und der will auch meinen Bernstein haben, sonst der einen Angriff machen, right? Ja, na sehen Sie, passt doch alles Das super. ist Ja, wunderbar. da. Vielleicht kann man Und dann Sie ein, haben ja da ist jetzt. ja noch eine andere Barbarik-Stamm daneben, da kann man denen ein bisschen Geld geben, dass denen den Probleme gelöst machen, ne? Eben, So wie wir das bei Berlin genau. immer machen. Ja, genau. So kann man es Right, machen. Und Sie right. haben zudem jeden Samstag auch noch die Chance auf viele kleinere Geldgewinne. Ich sage immer, selbst wenn Sie sicher 500 Euro rausfinden, da freut man sich ja auch. Oh, Muss ja nicht immer gleich die. 500 Gold ist ja sehr viel, da kann man zwei Katapult von kaufen. Es muss ja nicht immer gleich die ganz große Million sein. Und da auch nicht schlecht, aber ich will ja auch Ja. will ja nicht Cheating machen, right? Will keinen Richtig. Trainer benutzen, will ehrliches Spiel machen. Ja, und all die tollen Gewinnchancen garantiert Ihnen hier die exklusive Vorteilskarte Profit und Rente. Mit der erhalten Sie Online-Rabatte bei ganz, ganz vielen namhaften Unternehmen von bis zu 35%. Außerdem profitieren Sie dauerhaft von einer 5%igen Ersparnis bei Einkäufen direkt vor Ort im Geschäft Oh. sowie auch von attraktiven Tankrabatten. Und für gerade mal nur 1,66 € am Tag nutzen Sie die Profit- und Rentecard. Im Monat ergibt das hier einen kleinen Betrag von nur 49,90 €. Oh, das ist ja. Sind Sie ja von einem von Eule Minerva, ja? Bei so viel guter Ja. Bonus? Ja, Sie sind von der Eule Ja. Minerva? Sehr gut, sehr gut. Dann kann man bei Sie eine Mitgliedschaft machen, ja? Ja, ich brauche aber mal von Das Ihnen ist ja 7 sehr gut. Glückszahlen. Ich brauche von Ihnen mal 7 Glückszahlen zwischen 1 und 49. Den Koordinaten von den Ja, Hauptstadt? 7 Stück, genau, Okay. 7 Glückszahlen, die Sie sich selbst ausdenken, Oh. zwischen 1 und 49. Aber Sie nicht weitergeben, ja? Nee, um Gottes Willen, das sind doch Ihre. Ja, aber nicht ne, das Koordinate von Capital City, nicht, dass die anderen den wissen, right? Weil die anderen ja Nein, viel, viel größer gleich hier, machen. nein. Nein, machen wir nicht. Weil ein bisschen weiter unten, weil wir haben ja, wie gesagt, das den Berlin wir Platte machen, dann den Azteken neben uns und unten ist auch Shaka Zulu, der ist auch sehr aggressiv, right? Der darf unsere Hauptstadt nicht finden. Sonst wir Ja, große echt, ja? Probleme haben. Ja? Okay, ja. Ja, der ja ein sehr stark Infanterie haben und wir jetzt nur ein paar Keuletrager haben. Können Sie mir Ausrichtungsbonus für Armbrust verkaufen? Zwei Stück? Nee. Warum Nee, nicht? das geht nicht. Oh mein Gott, warum nicht? Na, weil das nicht geht. Wir sind doch hier vom Gewinnspielservice. Ja, welche andere Technik oder Kulturbonus können Sie geben? Wie, die können ja Geld gewinnen. Ja, das hilft mir nichts, wenn die Zulu kommen, right? Ja, aber ich kann ja nur Geld auszahlen. Sie können ja nur Geld oder eine Rente sich rausholen. Ja, aber bei Secret Society ist ja immer irgendwie noch so ein Kultur- oder Wissenschaftsbonus mit dabei, ne? Deswegen Ja, wollte aber ich bei uns fragen. hier. Ja, nee, Sie können ja sich nur Geldbeträge rausholen. Also ist rein auf Handel abgestimmt, Ihr Na, Geheimunternehmen, right? wie eine Auslosung mit Tipp rein, ja. Das ist auch nicht schlecht. Und dann, wie viel bei nächster Zeitalter? Welche Bonus Sie geben? Bei Wie Mittelalter? nächste Zeitalter, hä? Wie meinst du das? Nee, wenn wir bei Mittelalter kommen, welche neue Bonus Sie geben? Was für ein Mittelalter? Sie soll Ja, wir noch 16 Runden haben. Ich brauche noch fünf Zeitalterpunkte für goldene Zeitalterung. Und dann Ja. können wir neue Bonus machen. Okay? Ja, na, ich muss wissen, ob Sie, wie gesagt, hier mitmachen. Sie können ja bloß Geld gewinnen, mehr nicht. Ja, aber die belagern mir meine Hauptstadt, right? Können Sie Ja, Verstärkung aber das. bringen? Ja, das können wir nicht, nee. Warum nicht? Weil es nicht geht. Oh mein Gott. Ich bin der Sie können friedliche ja nur Gandhi Geld. und alle mir Sie angreifen. können ja nur Geld gewinnen. Ja, sehr gut. Gib mir dein Geld.
Wir können wir vielleicht noch ein paar Söldner kaufen, right? Bei Stadtstaaten. Nein, die haben letzte Runde mein Schutzerin genommen. Die kann ich nicht mal mehr den Stadtstaat Jerewan anheuern. Oh mein Gott. Was soll ich nun machen? Ja, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Können Sie den Shakachudo Geld geben, damit er mir Ruhe lassen? Sie meine ganze Geld den geben. Würde ich gerne, wenn ich könnte. Sie meine Gewinn bei denen geben, sagt er, soll der Gandhi in Ruhe lassen, okay? Weil wir wollen nur einen friedlichen Wissenschaftssieg machen. Ja. Können Sie dem bitte sagen? Mache ich, wenn ich ihn erreiche. Aber ich muss jetzt wissen, ob Sie hier mitmachen. I am become death, the destroyer of worlds. Das war dann wohl doch zu viel. Oh, geil, scheiße. Ja, guten Morgen, hier ist Pericles. Ich wollte mich, guten Morgen, schön, Sie kennenzulernen. Ja. Ich wollte mich ja im Prinzip mal erkundigen. Wir haben hier so ein Paket ja quasi vorgefunden im Stammesdorf. Was es da denn jetzt für einen Ausrichtungsbonus für gibt? Ja, dann sagen Sie mir mal, bei dem Paket gibt es da irgendeine... Ach so, welche Farbe soll es denn für Sie sein? Na, ich würde ja mal sagen, am besten passt ja so von den vorgegebenen Farben her, ist ja wahrscheinlich blau bei Pericles am zutreffendsten. Ich nehme blau. Das blaue Paket, genau. Sagen Sie mir nochmal einen Nachnamen. Ja, Pericles. Wie wird geschrieben, der Nachname? Buchstabieren Sie am besten? Ja, Paula Emil Richard. Also Paula Emil Richard. Ja, Ida Kaufmann Ludwig, Emil Siegfried, Pericles, okay. Ja. Moment. Und sagen Sie mal mir noch Ihr Geburtsdatum, bitte. Ja, das ist der 8. Mai 47. 8. Mai 47. So wegen der Volljährigkeit. Ja, die habe ich schon ein bisschen länger. Verraten Sie mir denn jetzt, was es da gegeben hat? Da gucke ich gerne für Sie nach. Na klar. Weil der Rundentimer, der läuft halt auch weiter, ne? Ach Mensch, okay. Ja. Sagen Sie mir nur nochmal, 1948 habe ich verstanden. Nein, 47. Okay. 8. Mai. Der 8.5., ja. Okay. Ja. Und daher, Pericles, erstmal, da gehören Sie. Nee, Sie sollen sich doch erstmal entscheiden, für welches Paket. Welches war es nochmal? Ja, blau, bitte. Blau, Entschuldigung, ich hatte den Haken noch nicht gesetzt. Ach so. So, jetzt. So, kleinen Moment. Bei dem blauen Paket der Pericles, da gehören Sie nämlich zu den Glücklichen, die hier einen Gutschein im Wert von 3x100 € für ausgesuchte Fernreisen und Flusskreuzfahrten unseres Partners Trenntours Touristik GmbH bekommen. Oh, das heißt, das ist quasi der Ausrichtungsbonus für die Schifffahrt? Fernreisen und Flusskreuzfahrten. Also ist jetzt muss ich nochmal nach, ich bin da noch nicht so lange dabei, ne? Das ist ja erst Runde 17. Ist das denn dann, dass man an den küstennahen Gewässern, sagen wir mal, sich bewegen kann oder ist das dann auch schon hochseetauglich? Nein, Fern- und Flusskreuzfahrten. Was der Partner Trenntours Touristik im Angebot hat, die haben ein großes Portfolio, da kriegen Sie alle Informationen drüber, da suchen Sie sich dann was Schönes aus. Was da nur genau gerade derzeit weiß, Herr Pericles, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Die Infos kriegen Sie mir geht es ja gar nicht um das Transportmittel selber, sondern erstmal um die Möglichkeit der Verschiffung eben. Ist das denn auf Flüsse und küstennahe Gewässer beschränkt? Ja. Oder kann man da auch auf die Hochsee? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Fernreisen und Flusskreuzfahrten. Was da genau im Portfolio ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Das werden Sie dann diesen Unterlagen entnehmen, Herr Pericles. Na gut, ich habe die Karte jetzt noch nicht so weit erkundet, aber ich sage mal, auch mit den küstennahen Gewässern wäre das halt schon mal hilfreich, dass zumindest die Bauarbeiter wässern können. Ne? Aber in der Küste sind sie doch sowieso, wenn sie Fern- und Flusskreuzfahrten haben. Ja, klar, wir haben ja hier, sagen wir mal, diverse Schildkröten vorkommen, die müssen wir dann ja modernisieren, das geht dann ja. Das ist ja dann kein Problem mehr. Also ich freue mich ja sehr, dass ich das Dorf da gefunden habe, ne? Ich habe selten das Glück. Naja, da wo Ihr Paket drinnen lag, ne? Ach so, okay, gut. Ja. Okay. Das war sehr Können Sie mir vielleicht noch ein paar, weil ich spiele ja auf Gottheit immer, können Sie mir noch ein paar andere Koordinaten von Dörfern geben? Herr Pericles, ich gebe Ihnen keine Koordinaten von Dörfern. Ich brauche jetzt bitte mal Ihre Anschrift, damit wir Ihnen den Gutschein zuschicken können. Sagen Sie mir mal Ihre Postleitzahl. Es ist ja Athen im Prinzip, ne?
Na, Ihre Postleitzahl, wo Sie jetzt wohnen, das ist ja nicht Athen. Welche Postleitzahl haben Sie denn? Ne, ich bin jetzt ja gerade, also wir haben den Speer jetzt ja gerade in Hamburg stehen. Da würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Hamburg. Wir sind hier, sag ich mal, im Schifffahrtsviertel. Kennen Sie das? Ja. Nö, und da haben wir im Prinzip 20359 steht hier. Ja. Sagen Sie mir mal die Straße, wo Sie in Hamburg wohnen. Ja, das ist ja im Prinzip der Hexenberg. Ja. 94. Hexenberg 94. Ja. Das ist gut. Aber es wäre halt wichtig, dass Sie dieses Wissen halt nicht mit anderen Staatsoberhäuptern teilen, weil ich habe schon mitbekommen, dass die Azteken hier auch in der Nähe siedeln und die sind ja, im Early Game, sag ich mal, nicht gerade sehr zimperlich, ne? Ja, ach Gott, Mensch, okay, nein. Dass wir da ein bisschen aufpassen miteinander. Nein. Genau. Sie kriegen den Gutschein zugeschickt an Ihre Anschrift Hamburg. Das ist die Postleitzahl 22767 in Hexenberg 94. Das ist Wunder. Habe ich jetzt schon den ersten Handelsweg. Das gibt auch nochmal einen Ausrichtungsbonus. Herr Perikles, ja. Ich brauche mal noch Ihren Vornamen. Bitte? Ich brauche mal noch Ihren Vornamen, bitte. Gregorius. Gregorius. Mit SZ geschrieben. Gregorius. Mit was? SZ. Wo wird das SZ geschrieben? Naja, am Ende. Da ist ja sonst kein S drin in dem Wort. Gregorius mit SZ. Okay, ja, sieht gut aus. Also nicht, also ich meine jetzt nicht das scharfe S, sondern ein Siegfried und ein Zeppelin. Ne? Ja, nur, dass wir uns da einig sind. Ne? Nicht, dass das am Ende dann irgendwie nicht funktioniert und man hat alles probiert und es hat doch nicht funktioniert. Alles da will gut. Weil ich habe mir ja vorgenommen, das diesmal hinzukriegen. Ne? Alles gut, kriegen wir auch schon hin. Und Herr Perikles, sagen Sie mir nochmal, unter welcher Telefonnummer, sagen Sie mir mal noch eine Telefonnummer bitte von Ihnen. Wozu brauchen Sie die denn? Wir tragen immer noch eine zur Sicherheit mit ein, damit hier nichts schief geht. Da muss nicht sein, ich verzichte. Na, wo haben Sie denn Angst vor? Haben Sie irgendwo Bedenken? Ja, natürlich. Ich muss Sie nachher sowieso fragen, ob wir Sie mal informieren können. Können Sie ja oder nein sagen, dann rufen wir Sie auch nicht an. Aber wenn wirklich mal mit dem Gutschein was schief geht, dass ich Sie wenigstens nochmal oder dass wir Sie wenigstens nochmal anrufen können. Ja, nee, am Ende kommen ja dann die Perser. Das kann ich ja nicht riskieren. Okay, na denn Ihr Wunsch, dann muss ich die weglassen. Ist nicht weiter schlimm. Der Gutschein kommt zu Ihnen mit der Post. In so 3 bis 4 Wochen ist er bei Ihnen. Das ist wunderbar. Ja. Also drei bis vier Runden so in etwa, ne? 3 bis 4 Wochen, dann wünsche ich damit ganz viel Freude. Genau. Vielen Und Dank. Herr Perikles, Sie hatten jetzt auch noch großes Glück mit Ihrem Anruf. Sie sind bei mir in der Leitung gelandet. Das hat nochmal eine besondere Bewandtnis, weil dadurch haben Sie jetzt noch die Chance. Ach, Sie haben auch in Ihrem Dorf auch eine Geheimgesellschaft? Nee, da würde ich die Eulen Minervas ja im Prinzip wählen, weil es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, Eulen nach Athen tragen. Ich mache jetzt das ist ja dann im Prinzip, wäre das ja die Vollendung, sag ich mal, der Möglichkeiten, ne? Ja, okay. Würden Sie mir da denn helfen? Nein. Herr Perikles, ich habe mal noch eine Frage. Dürfen wir Sie natürlich, die Frage muss ich Ihnen mal stellen, damit Sie es einmal gehört haben, dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich anrufen, wenn wir interessante Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos haben? Na, da haben wir doch schon drüber gesprochen eben. Ja, aber Sie wussten ja nicht, was ich noch für eine Frage habe, ob Ach Sie vielleicht so. Da nochmal irgendwann Interesse dran haben. Würden Sie mir denn helfen, die Eulen nach Athen zu tragen? Nee, es ist schwierig im Moment. Warum denn? Die sind ja also alles noch kleine, die haben ja nicht viel Gewicht, ne? Ja, aber da müssen Sie schon selber die Eulen nach Athen tragen, Herr Perikles. Okay. Ja, ich arbeite hier dran, aber zu zweit geht's halt schneller. Wir wollen ja alle, sag ich mal, möglichst schnell die 5 und die 10 Population halt erreichen, damit es den Error-Score-Punkt gibt, ne? Okay, aber wir schweifen jetzt ein bisschen ab. Das ist nicht so mein Ziel. Ja, natürlich. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, ich wünsche Ihnen mit Ihrem Gutschein ganz viel Freude. Der kommt so in 3, 4 Wochen zu Ihnen mit der Post zum Hexenberg. Perfekt. Ja. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und alles Gute. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Wiederhören. Danke. Tschüss. Ist das geil, Alter. Das ist unglaublich, wie du die verarschen kannst. Die schreien danach.